Hallo zusammen. Es ist wieder Eventzeit in The Elder Scrolls Online. Das Neujahrsfest-Event ist wieder da und es gibt einige Belohnungen, die wir uns in der Eventzeit verdienen können. Darunter Geschenke zum Neujahrsfest, Bonuserfahrung, Ereignisscheine und mehr. Das Neujahrsfest startet am Donnerstag, den 21. Dezember um 16 Uhr und läuft bis Dienstag, den 9. Januar 2024 um 16 Uhr. Während des gesamten Neujahrsfests erhalten alle Spieler automatisch einen Bonus von 100% auf Erfahrung. Um am Neujahrsfest teilnehmen zu können, müssen wir uns die Startquest für das Event, das Neujahrsfest, kostenlos aus dem Kronenshop im Spiel oder direkt von Breda am Zelt südlich von Windhelm in Ostmarsch holen. Wir können uns mit Hilfe des Portals, das wir an jedem Standort der Impresaria finden können, direkt nach Ostmarsch zu Breda transportieren. Haben wir die Quest bereits in einem der früheren Jahre abgeschlossen, müssen wir das nicht erneut machen. Für alle anderen gilt, nach Erhalt der Quest, wie immer, einfach dem Questverlauf folgen. Als Belohnung für den Abschluss der Einführungsquest erhalten wir das Andenken Bredas bodenlosen Metkrug. Sobald wir die Einführungsquest abgeschlossen haben, schalten wir 10 eventspezifische tägliche Quests frei. 9 von Breda und eine von Petronius Galenus. Im Rahmen dieser besonderen Tagesaufgaben werden wir durch ganz Tamriel geschickt, um dort überall die Festtagsstimmung zu verbreiten. Immer wenn wir eine der täglichen Eventquests abschließen, werden wir mit einem Geschenk zum Neujahrsfest belohnt. Aus jeder dieser Belohnungskisten können wir eine der folgenden Belohnungen erhalten: eine Auswahl an Alchemie- oder Handwerksmaterial, Neujahrsfestspielzeuge wie die Schwertschluckausrüstung, das Messer des Jongleurs, die Fackeln des Feuerspuckers oder Schlammbälle, Wolfsfluchweihrauch, weiter eines der folgenden: eine Seite für den Handwerksstil der Gestaltwandler, Rezepte zum Neujahrsfest, Neujahrsfestseinrichtung, Tiefwinter Wohltätigkeitsschriebe, kaiserliche Wohltätigkeitsschriebe und eine Chance auf eine Seite des immergrünen Monturstils oder eine Stilseite der neuen Morgenstern-Winterbekleidung. Haben wir an einem Tag bereits eine Seite der Morgenstern-Winterbekleidung erhalten, erhalten wir stattdessen eine Seite des immergrünen Monturstils oder eine Stilseite des gekerbten Nordstils. Im Verlauf des Neujahrsfest-Events erhalten wir für die erste abgeschlossene tägliche Event-Quest zusätzlich zur Event-Belohnung 3 Ereignisscheine. Wir können uns somit diesmal bis zu 60 Ereignisscheine während des Events verdienen. Denkt wie immer daran, vor Abgabe der ersten täglichen Event-Quest die Menge eurer Ereignisscheine zu überprüfen. Das Maximum liegt bei 12 Ereignisscheinen. Jeder Ereignisschein, der darüber hinausgehen würde, geht uns unwiderruflich verloren. Natürlich hat die Impresaria auch wieder einige Artikel gegen Ereignisscheine für uns im Angebot. Es gibt diesmal bei ihr alle 3 Fragmente für die Blüte des hingebungsvollen Tänzers als Begleiter, alle Komponenten für die diesjährigen wandelbaren Sammlungsstücke, für die Muse der Hingabe, für die Reminiszenz an die Auenbrise, für das Gewand des hingebungsvollen Tänzers. Alle 3 Fragmente für den Schatzjäger Ursaug als Reittier, die gesegnete Honigwabe, den gefärbten Sattel mit Flechtzierde, die magische Goldtinte. Gebundene Stilseiten für Seiten der Morgenstern-Winterbekleidung, Gruppenreparaturmaterial der Impresaria, Gildenempfehlungen für Gefährten und den Neujahrsfest-Krabbelbeutel, der folgende Dinge enthalten kann: Schlammbeutel als Andenken, nordisches Badetuch als Kostüm, kolovianische Pelzhaube als Kopfbedeckung,
kolovianische Filigranhaube als Kopfbedeckung, Klinge des Schwertschluckers als Andenken, Messer des Jongleurs als Andenken, Fackeln des Feuerspuckers als Andenken, Schneeballfreund als Begleiter und puderweißes Kaninchen als Begleiter. Das Neujahrsfest ist außerdem unsere letzte Gelegenheit, das dritte Fragment zu erhalten, das nötig ist, um das letzte wandelbare Sammlungsstück dieses Jahres zusammenzusetzen. Den Schatzjäger Ursaug als Reittier. Nenula Ure, die Intrik-Händlerin, hat während des Events die folgenden Artikel gegen Ereignisscheine im Angebot. Federn für den heranwachsenden Intrik, Reinschnee-Intrik-Bären, Purpur-Intrik-Bären, den Frostlicht-Intrik als Begleiter, den Rosendorn-Intrik als Begleiter. Der Assistent der Impressarier hat Folgendes für uns dabei. Alle drei Fragmente für den unbeständigen Wandelstein und alle drei Fragmente für den dagonischen Halbgreif. Das war auch schon alles zum Neujahrsfest-Event 2023-2024. Ich wünsche euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn euch das weitergeholfen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Viel Spaß und Erfolg beim Event, viel Spaß im Spiel, bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal.